Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu StumbleGuys und gebt euch mal. Wir haben ja jetzt was Neues drin. Endless Block Dash. So, jetzt passt mal auf. Man kann hier unendlich Block Dash spielen, aber es gibt einen ganz krassen Clou dabei. Und zwar, wenn wir hier drauf gehen auf der Liste, dann sehen wir hier Top 1%, okay? Und wenn wir Top 1% sind, dann bekommen wir hier einen Skin. Und ich zeige euch mal kurz den Skin und das werden wir heute im Video machen. Wir werden heute richtig krass wie StumbleGuys spielen. Ich zeige euch mal den Skin. Den können wir freischalten, wenn wir zu den besten 1% in Block Dash gehören. Und das werden wir heute schaffen. Ich sage euch so, wie es ist, Freunde. Übrigens gibt es gerade ein neues Rad wieder. Das Regenrad ist wieder drin, falls ihr den Skin nicht habt. Wir gehen heute rein, zocken richtig viel Block Dash. Wir wollen 1% erreichen und den Skin kriegen. Wenn ihr das feiert, lasst gerne ein Like da. Wir gehen rein. Let's go, Baby. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Also wir sind gerade Top 50%, Leute. Wir haben 115 Medaillen hier. Ne, insgesamt haben wir 220 und 1% sind 2650. Oh mein Gott, müssen wir heute viel zocken. Ich werde jetzt richtig viel zocken und dann sehen wir uns wieder, wenn wir vielleicht den Skin dann haben. So, die erste Runde geht los. Ich frage mich jetzt, wer den Skin schon hat. Mal gucken, ob wir hier einen drinne haben, Leute. Übrigens, Dark Firefist ist ja auch noch, kann man ja, glaube ich, auch noch kriegen durch diesen Battle Pass. Oh, keiner hat den Skin hier. Oh mein Gott, Leute, überlegt euch mal 1% der Spieler. Aber wir werden das heute schaffen. Wir werden heute komplett ausrasten. Ich werde heute so viel StumbleGuys zocken wie noch nie. Und mal gucken jetzt. Ja, das ist easy jetzt die erste Runde. Wir haben sogar den Boxer mitgebracht. Hat noch jemand den Dark Fire Fist? Oh, da ist ein Dark Fire Fist. Guck mal, hier. Nice. Oh, lol. Der ist gerade rausgeflogen, obwohl er Dark Fire Fist hat. Wir haben den Diamant-Dämonen-Skin. Und ich bin mal gespannt, Leute, wie viele Medaillen wir kriegen, wenn wir Erster werden. Und ich glaube, die letzte Runde ist ein bisschen anders als sonst. Da fliegen nicht... Also da fliegen schon die Leute raus, aber da steht dann so dran mit Welle 1, Welle 2, Welle 3. Also die haben Block Dash schon richtig krass gemacht. So... Und falls ihr den Skin habt, schreibt es mal rein, Leute, weil dann gehört er zu den 1% besten Blockdash-Spielern in ganz StumbleGuys. Und das werden wir heute schaffen. Egal, wie viele Stunden wir brauchen, wir werden heute diesen Skin kriegen. Wir haben erst 250 Medaillen, ne? Das kann auch ein XXL-Video sein, mal schauen. So, zweite Runde. Erste Runde ist normal Blockdash, zweite Runde ist Laserdash, also mit den Lasern noch auf dem Boden. Und dritte Runde müsste dann, soweit ich weiß, das unendlich Blockdash sein. Wo wir dann diese krassen Level kriegen. Mit diesen ganzen spitzen Teilen und sonst was. Und schlag mich tot. Hey, lol, da hat einer den gleichen Skin wie ich an. Goldener Boxer mit gelber Haut. Ah, nee, der hat den goldenen Boxer. Okay, okay, okay. Ich dachte gerade, der hat genau den gleichen Skin wie ich. Ey, Laser Dash muss man schon dick aufpassen, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Laser Dash ist nicht so einfach, wie es aussieht. Da muss man schon aufpassen. Ich glaube, ich finde Laser Dash am schwierigsten von den ganzen Block Dash Modis irgendwie. Ich glaube, da ist sogar das eine einfache, was am Ende kommt. Oh, ich habe keinen getroffen. Doch, das war der, wo ich getroffen habe. So, wir sind im Finale. Genau, das ist Block Dash Endless. Also, jede Runde ein anderes Block Dash. Jetzt müssen wir uns anstrengen, Leute. Die erste Runde können wir jetzt hier gewinnen. Ah, genau. Das meinte ich. Welle 1, Welle 2, Welle 3 und. Wir wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Aber der Dark Five ist, hat coole Sachen, ne? Mal dem seine Fußabdrücke passen ja übel krass zum Skin. Also, der sieht cool aus. Coolen Geschmack hat der. Ey, der Dark Five ist, will unbedingt mich umlocken. Das Problem ist, Leute, wir haben den roten Namen. Obwohl ich gar nicht mehr im Creator-Programm drin bin von StumbleGuys. Wurde ja rausgeschmissen, weil ich mal aus Versehen ein Video zu früh hochgeladen habe. Obwohl ich davor nichts Bescheid wusste, weil die haben dann immer die Zeiten geändert. Aber ist egal. Deswegen ist es ein bisschen blöd, dass wir den roten Namen haben. Müssten wir einfach wegmachen. Die sind gut, Leute. Die sind geisteskrank gut. Erst einer weg. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich fliege raus. So, jetzt fangen, glaube ich, die krassen Wellen an gleich. Ich glaube, ab Welle 9 oder so. Oder? Oder Welle 10? Okay, jetzt sind drei weg. Welle 9. Mal gucken, ab wann diese krassen Teile kommen. Das ist noch Welle 9. Welle 10 vielleicht? Nee, auch nicht. Auch nicht. Hä? Welche? Welche Welle wird denn so krass? Welle 11 vielleicht? Mhm. Auch nicht Welle 11? Welle 12? Mhm. Nein! Aber ist nicht so schlimm, Leute. Denn das ist gut zu wissen. Wir sind jetzt schon Top 25 und haben gerade 75 Punkte bekommen. Wir müssen so viel zocken bis zum geht nicht mehr. Oh mein Gott. So, Leute. Also, jetzt passt mal auf. Ich habe gerade gelivestreamt. Und bin ausgerastet, habe auf den Tisch geschlagen.
Mein PC hat sich aufgehangen. Richtig, richtig nice. Dann ist das Stream natürlich ausgegangen. Ich musste PC neu starten. Dachte, okay, ich mache den Livestream wieder an. Was passiert? Ich raste wieder aus und tu nochmal auf den Tisch schlagen. PC aufgehangen, Stream aus, PC neu gestartet. Jetzt dachte ich mir, egal. Ich lasse jetzt den Stream aus, bevor ich wieder ausraste. Aber wir haben im Stream richtig viel gezockt. Wir haben 1,5 Stunden wirklich durchgezockt die ganze Zeit. Wir sind jetzt auch schon Top 3% der ganzen StumbleGuys-Spieler bei diesem Event und sind kurz davor, 1% der besten Spieler hier zu werden. Und wir sind kurz davor, hier 2700 Punkte zu kriegen. Wir haben jetzt 2200 Pipapo. Das heißt, 2 Games müssen wir gewinnen. Und dann sind wir Top 1%. Das ist hier die Challenge vom Video. Ich weiß jetzt nicht, ob wir bessere Spieler kriegen, umso höher wir sind. Aber es kommt irgendwie so vor. Keine Ahnung, die Spieler werden immer besser. Ich denke schon, dass das damit was zu tun hat. Lol, wir haben uns krass durchgeglitscht. Weil ich krieg richtig krasse Spieler zurzeit. Okay, Halbfinale. Wir strengen uns an. Ich merke schon, die Konzentration lässt nach. Sobald man nicht konzentriert ist in StumbleGuys, GG, du verlierst sowas. Von jeder boxt dich um, jeder kickt dich um. Ich habe schon, glaube ich, 3 Schlüsselbeinbrüche und 1 Schädelbasisbruch plus noch mein linker Finger ist hier gerade abgefallen. Also es wird sehr, sehr schwer. Und die Leute sind echt gut. Deswegen müssen wir uns jetzt anstrengen, Leute. Es sind richtig gute Spieler drin irgendwie, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir ein bisschen Lackschuh. Die Leute verkacken. Nice, der ist weg. Ich muss viel mehr boxen. Vor allem bei der zweiten Runde bei Laser Dash muss ich viel mehr boxen. Ist auch ein bisschen Risiko, dass wir vielleicht geboxt werden. Und das war sowas von knapp gerade. Jawohl, wir sind im Finale. Nice one. So, Finale. Hä? Warum steht da einer eliminiert? Der ist wahrscheinlich gelieft. Wir waren mal im Stream bei Welle 40 oder 39. Ja, nee, 39, nicht 40 war es. Das war jetzt die höchste Welle, die wir hatten im Stream. Komm schon, Leute. Ich muss Top 1% werden. Das müssen wir auf jeden Fall holen. Wenn man Zweiter wird, kriegt man 75 Punkte. Und wenn man Erster wird, 200. Das ist halt schon ein Unterschied. Das ist dreimal mehr. Knapp dreimal mehr. Deswegen... Kurz ruhig, Leute. Kurz ruhig. Wir müssen Win holen, okay? Wir müssen Win holen. Wir werden zu den Top 1% besten Blockdash-Spieler gehören. Und der ist dran, der Typ. Kein Problem, Firefest-Skin. Du bist dran. Dich habe ich auf dem Visier. Digga, einer ist erst raus, ne? Komm schon, macht ein paar Fehler, Leute, Mann. Macht ein paar Fehler. Nee. Egal, 2 sind schon mal weg. Ich bin so dumm! Hier seht ihr es, 75 bekommt man. Und 1% sind 2800 Punkte, Leute. So, Leute, nächste Runde. Wir haben diesmal diesen Nyx Special Skin. NYX heißt er, glaube ich. Und guck mal, der leuchtet schon voll krass. Ich wusste gar nicht, dass er so krass leuchtet. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber der ist auf jeden Fall am Schlüssel. Also ich zeige euch so 2 Stunden jetzt fast am Stück StumbleGuys spielen. Ist schon heavy, Leute, ne? Also da geht die Konzentration nach 2 Stunden schon weg. Und hier muss man sich ja übelst konzentrieren. Bei Block Dash, um weiterzukommen, weil ansonsten ist man direkt draußen. Schon anstrengend, 2 Stunden hintereinander StumbleGuys. Ich sag euch, wie es ist. Klingt nicht anstrengend, ist aber irgendwie so. Wir müssen 2 Runden gewinnen auf jeden Fall. Und da ist einer schon mal weggeflogen. Nice one. Nur noch einer und wir sind weiter. So, Halbfinale. 8 Stück müssen rausfliegen. Ich glaube, der Capybara-Typ. Leute, der hat es auf uns abgesehen. Ich glaube, der ist aggressiv. Jeder, der Capybara spielt, ist aggressiv, okay? StumbleGuys Prototyp. Der Typ ist assi. Ich sehe es jetzt schon kommen, deswegen müssen wir den umgrätschen. Ich habe mindestens schon 2-mal mir mein Genick gebrochen in StumbleGuys, weil die Leute mich so umgrätschen und so. Oh, nice, das war wichtig. 2 Leute weggehauen und wir sind im Finale. Jetzt gewinnen. Okay, Leute, jetzt sind wir wieder im Finale. Welle 1. Schauen wir mal, wie viele Wellen wir jetzt hinkriegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie wir den Skin kriegen. Ein paar meinten irgendwie, erst nach dem Event kriegen wir den Skin. Dann habe ich Videos gesehen, man hat den Skin direkt bekommen. Wir schauen einfach mal, wenn wir die 1% erreicht haben, sehen wir es ja dann. Das ist auch völlig egal, ob man Zweiter, Dritter oder sonst was wird. Man bekommt immer 75 Punkte, wie ich gesehen habe. Also es lohnt sich wirklich nur Erster zu werden. Boah, jetzt könnten ein paar rausfliegen. Bei dem fliegen eigentlich immer ein paar Leute raus. Es ist kein einziger rausgeflogen. Alter Schwede, Mann. Junge. Doch, einer ist jetzt rausgeflogen. 3 Stück nur noch. Ey, die Runden, die dauern so lang. Okay, 4 sind weg. Nur noch wir 3. Nice, der war wichtig. Der eine fliegt jetzt, glaube ich, raus. Jawohl. Egal, wichtig!
Wow, jawohl. Okay. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie viele Punkte wir haben, Leute. Wir sind kurz davor. 200, wir haben jetzt 2600. Top 3%, oder? Ja. 2805 sind hier Top 1%. Das heißt jetzt, Leute, wenn wir gewinnen, dann sind wir Top 1%. Und das ist das Ziel von dem heutigen Video. Leute, also, das könnte jetzt die Runde sein, dass wir Top 1% werden. Ich habe mir den Diamant-Hardskin geholt. Captain Diamond Hard haben wir uns geholt. Und glaubt ihr mir das? Boltskin habe ich noch immer nicht, gell? Nur zur Info. Oder den anderen Diamant-Dämonen-Skin. Guck mal, ich habe Diamant-Skin und Feuer-Fußabdrücke. Das sieht nice aus. Das passt gut. Passt richtig gut. 14, nur noch einer muss raus. Jawohl, Halbfinale. Das ist die Runde, Mann. So, das gute Halbfinale ist da. Jetzt müssen wir uns nochmal richtig anstrengen, damit wir hier gewinnen. Weg mit dir, Bro. Ja, 2 von 8 sind schon mal weg. Wichtig ist, dass wir gewinnen. Wir müssen ins Finale kommen. Finale und dann gewinnen. Anders lohnt nicht. Es geht nicht anders, Leute. Wir müssen das Finale erreichen. Nice, wir sind im Finale. Okay, Leute. Das Grand Finale. Welle Numero Uno. Das könnte unsere Top 1% Runde werden. Glaubt an uns, Leute. Die Streusel-Gang muss jetzt rasieren, Mann. Die Streusel-Gang muss jetzt rasieren, Junge. Einer ist raus. Okay. Ja, wir müssen warten. Einfach schlau spielen. Nichts überstürzen. Ganz entspannt machen, okay? Wir müssen ruhig spielen. Auch ein bisschen weiter vorne. Einer ist schon mal weg. Welle 6. So. Jetzt kommt Welle 7. Oh, vor den Dingern habe ich so Schiss. Ich bin so oft wegen den Stacheln rausgeflogen. Und wie weit ich geflogen bin, ey. Teilweise. Eieiei, die strengen sich auf jeden Fall an. Welle 10. Erst einer, noch immer einer. Und die grätschen und machen. Ich muss mich fernhalten von denen. Der, dass keiner rausfliegt. Komm schon, hier muss jetzt einer rausfliegen. Mm-mm. Wichtig, Leute. Wichtig jetzt. Nur noch 2 Stück. Hier machen wir keinen Fehler, das ist easy. Welle 20. Jawohl, das packen wir natürlich. Welle 20. Nicht nach hinten schauen, nur auf uns schauen. Welle 22. Nein! Mann! Okay, Leute, wir sehen uns jetzt gleich mal, wenn ich im Finale wieder bin. Das war gerade wirklich ein Reinfall. Bis gleich, ich spiele hier mal kurz bis ins Finale durch. Okay, wir sind im Finale jetzt, ne? Huhuhu, Baby, wir sind im Finale. Jetzt müssten wir gewinnen. Dann sind wir endlich weiter. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die krasseste Lobby. Wir können die auf jeden Fall umboxen. Wir müssen boxen. Aber jetzt nicht am Anfang, weil das lohnt nicht. Ich finde schade, dass am Ende nicht diese ganz krassen Dinger kommen. So richtig viele Stacheln und so. Da werden viel mehr Leute rausgeflogen und die Runden würden auch nicht so lang gehen. Also ich finde, das Finale am Ende ist schon relativ easy. Da hätte ich es ein bisschen besser gefunden, wenn es schwierig wäre. Aber es heißt ja auch Endless Block Dash, also unendlich Block Dash, damit man es auch schafft meistens. Aber ein kleiner Fehler und dann bist du halt weg, ne? Hier, ey, ich finde, das ist das Schwierigste. Ich sag's euch, wie es ist. Um die Stacheln zu gehen, das ist das Schwierigste. Sag's euch. Boah, den habe ich gerade umgeboxt, ne? Wenn der jetzt rausfliegt wegen mir. Das wäre schon wild. Ist er rausgeflogen? Nein, er hat überlebt. Schade. Schade, Marmelade, Leute. Er hat überlebt. Ja, die ersten fliegen jetzt gleich raus. Wenn die Stacheln da kommen. Hier jetzt. Und ich wollte die Stacheln erwischen, schade. Nächstes Finale jetzt mit dem Brainskin. Okay. Das wird richtig knapp jetzt. Wir geben jetzt alles. Ich sage euch, wie es ist. Ich will jetzt diese Top 1% haben. So, Leute, jetzt wird's brenzlig hier. Jetzt wird's brenzlig. 4 Stück. Junge, wie schnell ist denn der da hingekommen? 4 Stück sind schon weg. Der Typ hier neben mir ist ein bisschen assi. Wir müssen gegen den jetzt gewinnen. Weil der hat mich vorhin auch gerade richtig dick geschuckt und alles. Guck. Das ist so ein Assi, der Typ. Hä? Ich bin... Wie bin ich da runtergefallen? Leute, ich glaube, ich hab's. Ich bin Top 1%. 2835. Wir haben es geschafft. Wir sind Top 1%. Mal gucken, ob wir den Skin jetzt bekommen haben. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir den Skin bekommen.
Nee, tatsächlich nicht, Leute. Aber wir sind jetzt Top 1% in 2 Tagen. Let's go, Baby. Top 1% haben wir schon mal geschafft. Nice, Leute. Das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao, ciao.